Am Dienstag wurde ein neuer Behind the Sims Summit veröffentlicht, in dem es erste Behind-the-Scenes-Einblicke in die kommende Pferderanch-Erweiterung gab. Es wurden Neuigkeiten und kleine Details zu The Sims 5 aka Project Renee geteilt und wir kennen nun die Gewinner der kürzlich veröffentlichten Pack-Abstimmung. Alles dazu gibt es in diesem Video. Wie von den Entwicklern schon vor einigen Tagen angekündigt, gab es am Dienstag wieder einen größeren Behind the Sims Summit Livestream, in dem es direkt am Anfang um die Pferde für The Sims 4 ging. Hier wurden unter anderem auch erste Szenen des Ersteller einen Sim-Modus gezeigt, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Die Pferdeerstellung ist sehr ähnlich zu dem, was wir auch schon aus dem Hunde- und Katzen-Erweiterungspack kennen. Ihr könnt die Tiere anmalen oder spezielle Farben differenziert abändern. Es gibt hier mehr als 30 verschiedene Rassen. Auch die Merkmale der Tiere wurden gezeigt, von denen es insgesamt 12 Stück geben wird. Ebenfalls spannend ist, dass bei dieser Szene aus dem Animationsprogramm der Entwickler ein Horn zu sehen ist. Viele Elemente sind hier gelb eingefärbt, was wie wir schon aus vergangenen Behind-the-Scenes-Bildern wissen, bedeutet, dass die Sims diese Stellen berühren können oder mit ihnen interagieren. Das könnte eventuell bedeuten, dass es Einhörner in der Erweiterung gibt, die nicht nur ein dekoratives Horn haben. Die Animationen der Pferde waren wohl eine ganz schöne Herausforderung für die Entwickler. Hier wurden Details wie, dass die Pferde enge Kurven richtig nehmen können, hinzugefügt. Aber auch, dass Sims mit einer niedrigeren Reitfähigkeit ein wenig unsicher aussehen, ist Teil der Erweiterung. Wenn Kinder auf die Pferde aufsteigen, bücken diese sich. Pferde können auch mit Sims auf dem Rücken miteinander interagieren. Hier wurden viele verschiedene Kombinationen und Situationen beachtet. Wie man in diesem Benutzeroberflächenkonzept erkennen kann, gibt es neben den im Ersteller einen Sim auswählbaren Merkmalen welche, die beim Kreuzen mit anderen Pferden vererbt werden können und Spezialmerkmale. Was hier dahinter steckt, wissen wir aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so genau. Für das Pferd wird ebenfalls gespeichert, was für Rekorde und Preise das Pferd so bekommen hat. Der Gameplay-Trailer wird bereits am 6. Juli veröffentlicht, in dem es dann noch mehr Infos geben wird. Eine Trailer-Analyse wird es dazu natürlich auch wieder geben. Eine Woche später, am Freitag, den 14. Juli, erhalten wir dann den Entwickler-Stream, der noch mehr Inhalte zeigen wird. Diesen könnt ihr dann auf Twitch verfolgen. Falls ihr die Pferderanch-Erweiterung deutlich günstiger als bei EA direkt vorbestellen wollt, gibt es diese bei Instant Gaming für nur 34,74 €. Den Link zum Deal und anderen günstigen Packs findet ihr in der Beschreibung. Jetzt aber schnell weiter zu den von der Community abstimmbaren Set-Themen, für die wir uns im Mai schon entscheiden mussten. Hier gab es insgesamt 4 Themen zur Auswahl. Gewonnen hat das Gothic-Modeset mit 9 Sachen für den Ersteller einen Sim und das Mittelalter-Baumodus-Set. Auf diese müssen wir uns aber noch eine ganze Weile gedulden. Diese kommen nämlich erst Anfang 2024. Jetzt wird es nochmal richtig spannend, denn wir haben noch ein paar brandheiße Szenen zur nächsten Sims-Generation erhalten. Es wurden viele spannende Einblicke in den nächsten Sims-Teil gewährt, welcher derzeit noch in einer extrem frühen Phase der Entwicklung steckt. Deswegen nochmal kurz explizit der Hinweis, alle Szenen, die ihr hier seht, haben nicht mal ansatzweise etwas mit dem fertigen Spiel zu tun. Eigentlich ist es wirklich ungewöhnlich, dass wir schon zu so einem frühen Zeitpunkt Einblicke in den aktuellen Status eines neuen Spiels erhalten. Hier seht ihr ein paar erste Szenen, wie das Licht in The Sims 5 oder wie auch immer es heißen wird, aussehen soll. Hierfür wurden neue Technologien entwickelt, damit das Licht gut aussieht. Hier seht ihr ein paar Beispiele für Begrüßungsanimationen von Sims mit unterschiedlichen Posen, Emotionen und Eigenschaften. Hier kann man auch schon ganz grob erahnen, in was für eine Richtung der Stils der Sims gehen wird. Extrem spannend ist der weitere Prototyp des Sozialverhaltens der Sims. Hier sehen wir, dass sich die Entwickler deutlich mehr Gedanken machen, was die ungespielten Sims in der Umgebung denken, wohin sie laufen und was für Routinen oder feste Tagesereignisse sie haben. Das wird wohl im nächsten Teil deutlich mehr simuliert als die Sims, die bis jetzt eher planlos in der Gegend herumgelaufen sind. Hoffentlich findet auch das Konzept von Häusern, die mehrere verschiedene Grundstücke wie ein Apartment oder Bar gleichzeitig beinhalten, Einzug ins finale Spiel. Ein paar erste Prototyp-Szenen des Live-Modus wurden ebenfalls gezeigt, aus dem man bis auf den Fakt, dass das Spiel wohl noch mehrere Jahre brauchen wird, nichts herausinterpretieren kann. Ein dafür extrem cooles Feature, welches gezeigt wurde, sind Frisuren, die völlig frei gefärbt werden können. Das wäre noch detaillierter, als es in The Sims 3 mit dem Farbrad und der Definition einzelner Haarsträhnchen der Fall war. Der nächste Sims-Teil konzentriert sich ebenfalls darauf, mit so wenig Informationen wie möglich zu zeigen, was die Sims gerade denken und fühlen. Hierzu wurden diese Szenen eingeblendet, die nochmal die wirklich verspielten Animationen hervorheben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es so kleine Alltagssituationen wie hier auch so im fertigen Spiel geben wird. Es wurden noch ein paar kleinere Dinge wie News zu The Sims Freeplay und Sims Mobile gezeigt, die ihr euch am besten selber im Behind the Sims Video ansehen könnt. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung.
Was denkt ihr zu den gezeigten News? Freut ihr euch auch schon auf Project Renee oder seid ihr aktuell auf die Pferderanch-Erweiterung fokussiert? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.